Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jobvideo hier auf meinem Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da und abonniert doch auch gerne, teilt doch auch gerne diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir switchen direkt rüber in den Itemshop und gucken, was dort heute alles so drin ist. Wenn wir die die Marvel Skins, die auch schon gestern drin waren, einmal das Star-Lord Outfit. Wird wahrscheinlich sehr selten sein, weil das ja eine ganz besondere Seltenheit ist. Die Marvel-Seltenheit wahrscheinlich erst mit dem nächsten Marvel-Event, wenn irgendwie Guardians of the Galaxy irgendeine Kooperation ist, whatever, dann werden die vielleicht wieder reinkommen. Ist jetzt okay, der Skin, allerdings nichts Besonderes. Eben halt das Besondere wird wahrscheinlich sein, dass er einfach extrem selten ist. Und ist hier Tanzduell, coole Emote, 500 Dioxine, vollkommen klar. Sieht sehr cool aus. Dann gibt es die Guardians Axt. Die finde ich da hingegen echt ganz cool. Und kann sich wirklich gut kaufen. Dann einen richtig coolen Gleiter, die Milano. Wie der hier aus diesem Portal rauskommt. Sieht auf jeden Fall cool aus und lohnt sich, glaube ich, am meisten von den Marvel Skins, die heute drin sind. Dann gibt es den Schnüffler. Feiere ich nicht ganz so, dann gibt es den Voyage-Gleiter aus dem Weltraumforscher-Set. Sieht eigentlich ganz cool aus, kostet allerdings auch 800 V-Bucks, deshalb würde ich eher davon abraten. Dann haben wir noch die Messhacke vom Archetype-Set. Finde ich, hat einen ganz coolen Sound, lohnt sich dementsprechend zu kaufen. Dann gibt es noch Lama Kadabra. Die Musik ist fast ein bisschen zu leise bei dem Emote. Trotzdem sieht er ganz cool aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es den in schwarzer Charakter. Finde ich extrem cool. Feiere ich auch. Spiele ich gerne. Lohnt sich dementsprechend. Und dann haben wir noch Erderschütterer. 200 V-Bucks gehen dafür auch vollkommen klar. Und ich würde sagen, wir switchen dann nochmal rüber in den Rette die Welt-Modus. Und gucken, was dort heute für Lamas drin sind. Es ist jetzt ja auch nicht mehr lange bis zum bis zur nächsten Season. Wir haben heute die Lama-Herde drin, wenn ihr so ein Lama wie ich habt. Und dann mythischen Anführer der Überlebenden habt, dann lohnt es sich auf, oder kann es sich lohnen, 400 V-Bucks für einen mythischen Überlebenden. Gehen auf jeden Fall klar. Wobei ich eigentlich für Lamas generell eher weniger Geld ausgebe. Würde höchstens aus den Upgrade-Lamas für ganz normale Upgrade-Lamas 50 D-Bucks ausgeben. Goldner. Ja. Auf jeden Fall Lama-Herde kann ganz nice sein. Gegenstandshop hat sich ja nichts geändert und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Video wieder ein und bis dahin, ciao.